Alles klar. So. Heute beschäftigen wir uns mal mit Potenzmengen. So. Und zwar, die Ausgangsfrage ist, welche Teilmengen gibt es eigentlich zu einer gegebenen Ausgangsmenge? Also nehmen wir mal ein Beispiel. Machen wir die Menge A, B, C. So. Welche Teilmengen gibt es denn von dieser Menge? Ja. Die Teilmenge A, die Teilmenge B, die Teilmenge C. Stopp. Okay, also wir haben die Teilmenge A, die Teilmenge B und die Teilmenge C. Gibt es noch weitere Teilmengen? Ja? Die Teilmenge AB, die Teilmenge AC und die Teilmenge BC. Mhm. Noch weitere Teilmengen? Rechnen von Teilmengen, nicht von echten Teilmengen. Ja, genau. Dann ist noch A, B, C drin. A, B, C. So. Ja? Und die leere Menge, genau. Haben wir eine vergessen? Nee, das sind alle Teilmengen. Ne? Jetzt die Definition von Potenzmenge ist, die Potenzmenge einer Menge M ist die Menge aller Teilmengen von M. Ja? Also wenn ich die Potenzmenge von M bilde, die Potenzmenge von M in diesem Beispiel ist die Menge aller Teilmengen. So. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, da muss man sich dran gewöhnen, ja? Dass eine Menge auch eine Menge von Mengen sein kann. Also, wir haben hier tatsächlich die Situation, dass eine Menge ein Element einer größeren Menge ist. Ich nehme diese 8 Mengen, packe sie in einen Sack und das ist eine neue Menge. Das heißt, an dieser Stelle gilt tatsächlich beispielsweise, dass die Menge A Element der Potenzmenge von M ist. Ich schreibe immer Pot M als Potenzmenge von M. Und die Menge A ist Element der Potenzmenge von M, ne, weil es hier als eines von mehreren Elementen aufgeführt ist. Ja, wenn man es ganz allgemein mal definieren wollte, machen wir mal da rechts hin. Moment. Also, wenn man Definition Potenzmenge mal aufschreibt, Definition Potenzmenge wir brauchen erstmal eine Menge, ne? Sei M eine Menge. Dann heißt die Menge aller Teilmengen von M Potenzmenge von M. Man kann also sagen, die Potenzmenge von M ist gleich alle Mengen A mit der Eigenschaft A ist Teilmenge von M. So, das heißt, an der Stelle ist beispielsweise auch die leere Menge ein Element der Potenzmenge.
Die leere Menge ist sogar eine Teilmenge von der Potenzmenge. Wir können sagen, die leere Menge ist Element, weil sie da drin ist. Die leere Menge ist ein Element der Potenzmenge, weil die leere Menge eine Teilmenge von M ist und damit Element der Potenzmenge. In diesem besonderen Fall gilt aber auch, dass die leere Menge Teilmenge der Potenzmenge ist, weil die leere Menge Teilmenge von allen Mengen ist. Ja, Potenzmenge ist eine Menge und naja, die leere Menge ist eine Teilmenge von jeder Menge, also auch von der Potenzmenge einer Menge. Gut. Jetzt ist man bei Potenzmengen immer an der Frage interessiert, wie viele Elemente sind eigentlich in so einer Potenzmenge? Also, wir haben eine Frage? Ja? Ja? Ja, super, genau. Das haben Sie alle schon verraten. Na, ist okay. Genau, die Frage ist, wie groß ist denn die Mächtigkeit, Sie haben schön gesagt, die Mächtigkeit der Potenzmenge, genau, in Abhängigkeit von der Mächtigkeit der Menge. Ja? Also, ich will Folgendes haben. Ich will von der Mächtigkeit der Menge auf die Mächtigkeit der Potenzmenge von M schließen. So. Und Sie haben die Vermutung, dass die Mächtigkeit der Potenzmenge von M gerade was ist? Ja? Die Mächtigkeit der Potenzmenge von M ist gleich 2 hoch die Mächtigkeit von M. Gucken wir mal, ob die Vermutung stimmt. Machen wir mal die ersten paar Fälle. Wir haben hier eine dreielementige Menge. Also die Mächtigkeit unserer Menge hier ist 3. Ja, wir haben 3 Elemente in der Menge. Wie viele Elemente sind in der Potenzmenge? Mal kurz durchzählen. 8. Genau. Das ist ja gerade 2 hoch 3. Ne? Ah ja. Also da würde die Vermutung schon mal stimmen. Gehen wir mal auf einen anderen Fall. Nehmen wir mal eine 2-elementige Menge. Nehmen wir ein Beispiel, eine 2-elementige Menge, m gleich ab. Was ist die Potenzmenge von m? Ja? Also da ist die leere Menge drin, okay. A, B und AB. So. Nie vergessen diese doppelten Mengenklammern. Eine Potenzmenge ist eine Menge und da sind Mengen drin. Und diese Mengen, die drin sind, haben auch wieder Mengenklammern. Okay. 0 AB und AB. Okay. Das heißt, wir haben eine zweielementige Menge. Wie viele Elemente sind in der Potenzmenge? Ja, 4. Okay. 2 hoch 2. Okay. Jetzt nehmen wir noch die beiden Extremfälle da oben, oder? Dann nehmen wir eine einelementige Menge. M ist gleich A. Dann ist die Potenzmenge von M gleich die leere Menge und die Gesamtmenge. Also bei einem Element ist die Mächtigkeit 2. 2 hoch 1. So. Jetzt wird spannend. Was ist denn die Potenzmenge von der leeren Menge? Ja? Bitte? Die Menge von der leeren Menge, genauso die einelementige Menge, in der nur die leere Menge drin ist. Ne? Die leere Menge ist die einzige Teilmenge der leeren Menge. Es gibt keine anderen Teilmengen als diese von der leeren Menge. So, okay, das heißt,
Wenn ich eine nullelementige Menge habe, ist die Mächtigkeit der Potenzmenge? 1. Und das ist gerade 2 hoch 0. Ah, passt also auch in dem Fall. Gott sei Dank. Ja. Jetzt brauchen wir eine Begründung. Jetzt haben wir die ersten vier Fälle untersucht. Jetzt bräuchten wir eigentlich mal eine Begründung oder eine Vorstellung, warum das tatsächlich so ist. Warum ist es denn so, wenn die Mächtigkeit der Menge m n ist, warum ist dann die Mächtigkeit der Potenzmenge von m 2 hoch n? Zwar kann einem da folgende Vorstellung helfen. Gehen wir mal von der einelementigen Menge aus. Ja, gehen wir mal von der einelementigen Menge aus. Da gibt es ja nur zwei Teilmengen, ne? Nämlich die leere Menge und die Menge mit der mit dem Element A. So. Wenn ich die einelementige Menge habe, diese hier, gibt es nur diese beiden Teilmengen. Das heißt, in den beiden Teilmengen ist entweder A drin oder A nicht drin. Sie können sich das vorstellen wie so ein kleines Lämpchen. Ja? Lämpchen, kann keine Glühbirne malen. Glühbirnen gibt es doch gar nicht mehr, oder? Naja, sieht aus wie ein Wurm mit Haaren vielleicht. Nee, gut, okay, also Sie wissen, was ich meine, ich habe so ein Lämpchen, ne? Und das Lämpchen leuchtet oder leuchtet nicht und dementsprechend ist Element A drin oder nicht. So, es gibt zwei Möglichkeiten, Lampe an, A ist drin, Lampe aus, A ist nicht drin. Diese beiden Möglichkeiten gibt es bei einem Element. So, jetzt nehmen wir mal ein zweites Element dazu. Nehmen wir mal B dazu. Machen wir die zweielementige Menge. Was passiert jetzt? Ja, genau. Entweder B kann drin sein oder nicht drin sein. Auch dieses Lämpchen kann an sein oder nicht. Aber jeweils in der Kombinationsmöglichkeit mit A. Ja? Also, in diesen beiden Fällen hier ist das Lämpchen B aus. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass das Lämpchen B an ist oder dass beide Elemente drin sind. Also diese Möglichkeit. Jetzt gibt es vier Möglichkeiten. Ich habe zwei Elemente. Jedes von denen kann drin sein oder nicht drin sein in der Teilmenge. Hier sind beide nicht drin, da ist nur A drin, da ist nur B drin, da sind beide drin. Also habe ich vier Kombinationsmöglichkeiten. Anders formuliert, ich hatte vorher zwei, nämlich A ist drin oder nicht drin. Jetzt kommen zwei neue hinzu, B ist drin oder nicht drin. Und die kombinieren sich jeweils mit den beiden hier. Also entweder B ist nicht drin und dann ist A drin oder nicht drin. Oder B ist drin und A ist drin oder nicht drin. Vier Möglichkeiten. Jetzt kommt eine dritte dazu. C. Und jetzt gibt mir die Tafel aus. Mist. Was passiert jetzt? Ja? Genau, ja. Genau. Was passiert mit den alten vier? Ja, und was ist hier mit C? Also da ist bei genau. Jetzt werden diese vier Kombinationen hier kombiniert. Einmal mit C ist aus, also C ist nicht drin. Und dann werden sie nochmal kombiniert mit C ist drin. Ne? Also ich habe dann, das muss ich ein bisschen kleiner schreiben, ich habe dann die Möglichkeit, jede dieser hier zu kombinieren mit C ist drin. Das heißt, dann ist C drin, da habe ich 0, 0, 1. A und C ist drin, dann habe ich 1, 0, 1. B und C ist drin, ich habe 0,
1, 1 und A, B, C ist drin. Da habe ich überall eine 1. Ich habe also diese vier bisherigen Möglichkeiten kombiniert mit C ist nicht mit dabei oder C ist mit dabei. Ja? Dadurch verdoppelt sich halt in der Buchstabe immer die Anzahl der Möglichkeiten. Genau. Und so ist es halt dann eine Potenz. Genau. Pro neuem Element, das dazukommt, verdoppelt sich die Anzahl der Möglichkeiten. Also wenn ich von einer Menge mit der Mächtigkeit n auf die Menge der Mächtigkeit n plus 1 übergehe, es kommt ein Element dazu, verdoppelt sich die Anzahl der Elemente in der Potenzmenge. Nämlich genau nach diesem Prinzip. Deswegen entsteht von einer Potenzmenge zur nächsten immer die doppelte Anzahl. Ja, ich muss immer mit 2 multiplizieren, hier dann nicht mehr, aber mit 2 multiplizieren, weil sich die Anzahl der Elemente hier verdoppelt. So. Okay, und deswegen heißt sie natürlich auch Potenzmenge. Ne? Gut, gibt es dazu noch Fragen? Ja? Bitte? Mit 2 Mengen? Ja? Moment. Sie sagen, Sie haben 2 Mengen. Ich nenne die mal M, ist A, B und N ist C, D. Ja, meinen Sie, und was wollen Sie jetzt für ein Beispiel haben mit der Potenzmenge? Sie können jetzt die Potenzmenge von M bilden. Welche Elemente sind drin? Die leere Menge A, B und A, B, genau. Jetzt können Sie die Potenzmenge von N bilden. Was wäre da drin? 0, also die leere Menge, die Menge mit C, die Menge mit D und die Menge mit CD. Ja. Ist praktisch genau das Gleiche, nur dass man A und B umbenannt hat. Ja. Okay. Ja? Wir könnten die Mengen vereinigen, ist natürlich auch spannend. Das ist eine spannende Frage, ne? Ich habe, passen Sie auf. Ja, da können wir überlegen, wenn ich, was passiert eigentlich mit der Mächtigkeit der Potenzmenge, mit der Mächtigkeit einer Vereinigungsmenge? Ja, also wenn ich habe m gegeben und n gegeben, wie groß ist eigentlich die Mächtigkeit von m vereinigt n, der Potenzmenge? Vorsicht, da muss man verschiedene Fälle unterscheiden. Sage ich an der Stelle mal. Ja? Oder wie groß ist eigentlich das hier? Das ist eine schöne Aufgabe, mal drüber nachzudenken, jetzt heute Nachmittag in der Mensa und so. Ne? Okay.